Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlacht auf Rückwärts. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Dieser Versager, dieser Marotzen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee in Pferd machen! Dann entlösen wir die Westfront! Durch dein Rücksicht! Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Ein paar Vendelle fällt nicht! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Wollen Sie mir Fegelein? Mein Führer, wir brauchen eine Anweisung für den Fall, dass die letzten Munitionsreserven aufgebraucht sind. Wir werden niemals kapitulieren, niemals. Wie jedem anderen Truppenführer, die Kapitulation. Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen bestimmt. Ja, wir haben es gerade möglich gemacht. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Verrat! Das ist das schlimmste Verrat von allen! Ja, 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 ja. Alle die anderen, ja, 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 ja. Poor old man. War ein Befehl! Widerstand in den Weg gelegt! Letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Er jagt euch wie eine Kugel durch den Kopf. Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenck noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenck mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenck sei unwahrscheinlich? Wenck hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Darin, ich bin verfasst zum Bericht. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zogen gemeldet, dass sich hier... Was aufhängen! Ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Ich habe mich klar genug ausgeführt. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehlsführer ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden nicht auf den Ende. Es war ein ungeheuer Verrat gelügt am deutschen Volke. Verrat an meiner Person! An meiner Person! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein!